Johannes wachte auf und war steif und starr. Blieb lange im Bett liegen, da hinter dem Vorhang in der Kammer. Und er dachte, jetzt müsste er bald mal aufstehen. Aber er blieb liegen. Draußen war es wieder grau. Regen und Geniesel, Windböen und grauer Himmel. Feucht und ungemütlich. Wie an jedem Tag zu dieser Jahreszeit. Und was sollte er sich für heute vornehmen? Drinnen sitzen bleiben konnte er ja nicht. Denn es war so trübe geworden im Haus, seit Erna tot war. Irgendwie war keine Wärme mehr im Haus, seit sie fort war. Egal, wie er das Haus heizte, richtig warm wurde es nicht. Und egal, wie viel Licht er anmachte, richtig hell wurde es auch nicht mehr.